Hallo und herzlich willkommen zu PS3 Talk TV. Los. Es ist noch nicht vorbei. Mit Resident Evil 6 und Stefan und Calvin im Koop. Also noch nicht. Yay! Aber gleich. Ich bin auch mal im Koop dabei. Durchhalten, Helena. Der erste Koop von uns zwei Videomenschen. Ja. Achso, ich kann auch schon. Achso, das ist schon hier. Oh! Ich bin mal gespannt, wann wir endlich in Koop reinkommen. Ich bin total verwirrt. Das ist irgendwie. So leicht kommen sie nicht davon. Na los. Ja, ich denke mal, das wird einfach das normale Anfänger-Tutorial sein danach. Ja, spielbares Intro. Bewegen und umsehen. Ah, ich find's cool. Atmosphäre. Wir haben cool. So viel durchgestanden. Jetzt wird nicht aufgegeben. Und bis jetzt so sagen kann. Und was ich aber auch schon in vielen anderen Sachen gehört habe oder anderen News gelesen habe, die deutsche Synchro soll wohl verhältnismäßig gut sein. Jetzt nicht mit den englischen Originalen natürlich, aber das ist ja bei den meisten Spielen nicht so, aber soll wohl nicht so ganz daneben sein. Mal gespannt. Quicktime-Events gibt's natürlich auch, super. Ruckelt's bei dir auch so ein bisschen? Nee, würde ich nicht sagen. Wir also ruckeln würde ich es nicht nennen. Ja, die Framerate ist halt nicht sehr konstant. Aber jetzt nicht übertrieben, aber. Hab ich schon Schlimmeres gespielt. Mal Dragon's Dogma zu. Aber. Ist eine Leiche rum. Das ist natürlich auch eine Art Koop zu zocken, ne? Jeder spielt im Singleplayer. Ja, ja, ja. Jeder protokolliert das Geschehen auf seinem Bildschirm. Bleibt bei mir erstmal Untertitel ein. Ach, es geht ja gar nicht. Ah, doch. Ja, wir werden eh gleich ins Hauptmenü kommen, denke ich mal. Hier drin muss irgendwo ein Erste-Hilfe-Kasten sein. Select. Fahren auf jeden Fall schon mal das Menü auf, also nicht mit Start. Finden Sie etwas, um Wunden zu heilen? Mit Select ruft man das Menü auf? Ah ja, okay. Deswegen, ich will gerade mal kurz Untertitel einschalten. Ja, sollte ich auch mal machen. Also mache ich eigentlich immer für ein Let's Play. Für Let's Plays, ja. Einstellung für die Zielhilfe. Automatisches Ach so, das Nachladen. Das ist schon aktiviert. Bei mir wurden keine Untertitel angezeigt, auch gut. Lernen Sie die Farbe des Laservisiers. Den HSV-Zeichen. Den Voice-Chat hast du ja eh aus bei dir, ne? Oh, im Spiel? Genau. Ja, ja, klar. Weil nicht, dass du doppelt quasi im Start bist. Ich hab mein Mikrofon aus. Also ist deaktiviert. Ändern die HUD-Position. Aber das ist ja cool. Ändern sie die Farbe des Laservisiers. Ja, ja. Kann man dann so und darunter machen, ist direkt das. Und darunter ist direkt das Zeichen des Hamburger Sportvereins. Kennst du überhaupt? Nee, keine Ahnung. Okay, gut, schade. Okay, ich suche jetzt mal den Erste-Hilfe-Kasten. Doch. Schrecklich, gute Soldaten so sterben zu sehen. Ach, da ist Kraut. Auto. Ja. Direkt mal schön mit dem Ellbogen die Scheibe auf, ist kein Problem. Mach ich auch immer in meiner Freizeit. Leon, sind Sie da? Hannigan. Gut, Sie sind okay. Wo ist Helena? Es geht ihr nicht gut. Sie braucht medizinische Versorgung. Haben Sie noch Kräuter? Ein paar. Aber ob die helfen? Okay, hören Sie zu. Tun Sie genau, was ich sage. Wählen Sie die zu kombinierenden Kräuter. Grün, grün haben wir hier.
Wie wählt man die jetzt? Achso, erstmal das auswählen. Wählen Sie kombinieren. Ach, das ist vorgegeben, deswegen kannst du nichts bewegen. Genau, ich hab dich gerade auch gerade gewundert, wie man es steuert. Das Kombinieren wurde durchgeführt. Bestätigen. Im Tablettenbehältnis platzieren. Platzieren und dann R2. Durchhalten, genau. Helena. Zu viele gute Leute mussten ihr Leben lassen. Sie werden nicht dazu gehören. Leon. Eine Munition. Alter. Was denn? Ist dann der Zombie geschossen? Ja, ja, keine Munition mehr. Könnt's ja auch einfach so machen. Wir schauen einfach, wir spielen Koop so, dass wir schauen, wer schneller mit dem Spiel durch ist gleichzeitig. Man muss ständig auf der Hut sein. Oh, das ist ja ein toller Ratschlag. Ja. Kümmern Sie sich um Helenas Verletzung. Ich frage mich, warum die Lena heißt. Ich würde die auch Helena nennen. Wie geht es Ihnen? Ich werde es schon überleben. Danke. Leon, was machen Sie denn? Sie müssen da weg. Jetzt sofort. Wir gehen zum Quad Tower. Was? Nein, das ist zu gefährlich. Dort sind die SAA-Agenten mit Überlebenden. Ich lasse sie nicht dort. Verstehe. Lassen Sie mich helfen. Ich zeige Ihnen den sichersten Weg. Danke, Hannigan. Gab im Vorfeld kein Haupt oder so? Oder? Ich habe das Feldhandbuch auf Ihren PDA geschickt. Okay, gut, ich hab's nicht. Aber das wäre ja richtig kacke. Frag mich. Auf ihrem PDA finden sie alles. Okay, mit L2 gibt es diese Wegfindungshilfe. Mit R2 schmeißt man Kräuter ein. Und L1 und R1 nochmal zielen und schießen. Und dann gibt es hier mit Alter! Was denn? Wenn du nach links und nach rechts drückst, kannst du das Waffenauswahlmenü. 300 Knarren, Schrotflinte, Scharfschützengewehr, Blitzfalke, Sturmgewehr, alles. Ja, so viel zum Thema Shooter-Aspekt. Ja. Sturmgewehr. Ich renne jetzt erstmal mit Nahkampf. Renn jetzt erstmal mit Blitzfalken. Ich probier gerade noch ein bisschen die Steuerung aus. Ja gut, Steuerung ist ja eigentlich relativ klassisch. Also ich finde, das Spiel steuert sich halt fast wie ein klassischer Shooter, definitiv. Also, vor allem ja, weil es relativ schnell ist. Ja, es gibt zum Beispiel so Sachen, guck mal, wenn du zum Beispiel, was so ein bisschen versteckt ist, wenn du jetzt mit L1 zielst und dann mit X in eine Richtung drückst, dann machst du so einen Sprung. Ja. Und kannst dich auch auf dem Boden rumrollen und dabei weiterballern und so. Ja, ja. Das und stimmt, ja. Aber das wird mit Sicherheit noch alles erklärt. Ja, ich gehe erstmal weiter hier. Erstmal Tür aufmachen. Es wäre natürlich schön, wenn wir schön erschreckt werden würden, ne? Für die Zuschauer. Mach hier mal ganz, ganz entspannt. Weg lang. Alter. Ach, hier kommt schon der erste Korb. Was zum Teufel? Alter. Okay. Kein Problem, springen wir einfach die ganzen Leichen. Ach, jetzt kann man mal das Scharfengewehr auspacken. Ballern dann mal ein paar Köpfe weg. Kommen wir hier zum Turm? Ja, gehen Sie einfach geradeaus. Ja, funktioniert auch gut. Ich möchte endlich in Koop. Da fuck!
Was denn? Bist du da runtergeschossen? Aber ausreichend Zombies, sag ich mal. Ja, ja, aber du hast ja ein mächtiges Waffenarsenal dabei. Ach, fuck! Kommen die denn alle her? Ja, die Stadt ist halt größer. Ah, hier gibt's Munition aufzunehmen, super. Hallo? Ui! 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 Hallo? Nimm mal einfach dicke Desert, Mann. Die ballert alles weg. Ich versuche gerade verzweifelt zu schlagen, aber irgendwie geht das nicht. Ja, jetzt müssten wir auf meinen Bildschirm wechseln, weil ich bin hier schon direkt Pro und so, ne? Und Skill und so weiter. Noch. Sie kriechen aus ihren Löchern. Und meine, die gute Helena steht auch noch so dumm rum. Fuck! Macht fünfmal ihre komische Ausweichrolle und geht dann wieder. Kriegt jetzt Werbs auf die Fresse. Ey, diese Pistole ist nicht lang. Ach, ich spiel mal mit dem Nahkampf, komm. Ich spiel mal mit dem Nahkampf. Du musst einfach dein Messer rausholen, dann köpfst du die automatisch. Also ich bin gerade voll echt, wo ist denn dein Problem? Am Wegrennen hier schon nach riesigen Explosion. Ich bin hier schon fertig. Hierher! Einsteigen! Ja, ich bin gleich auch durch, glaube ich. Bin noch nicht durch, das so. Außerdem, oh, hallo! Sagt der mir hier, lahm ich nicht voll. Also das ist Gorb Let's Play, bist du. Ich bin hier gerade voll, hier explodiert alles und erzählt mir irgendwas. Ach, scheiße. Jetzt bin ich gestorben, weißt du warum? Weil ich grundsätzlich irgendwie drin habe aus irgendeinem Spiel, anstatt X gedrückt zu halten zum Sprinten, X immer ganz schnell hintereinander zu drücken. Ich weiß aber nicht mal, aus welchem Spiel ich das drin habe. Was ist da los? Hoch! Verdammt, ich aber kriege nicht hoch, sagt er. Gerade bei den Explosionsszenen merkst du natürlich schon die leicht matschigen oder die stark matschigen Texturen. Aber das ist ja ganz normal. Wow! 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 Fuck! Da haben sich aber die zwei Richtigen zusammengetan, die sind beide so ein bisschen emotional gespielt. Ich merk's schon. Okay. Aber ganz schön actionreich szeniert, ne? Muss man sagen. Alter Verwalter. Voll heftig. Du bist schon mit dem Nerven am Ende. Ich bin schon durch. Okay. Schon völlig fertig hier. Also das hat natürlich jetzt, also das ist geil inszeniert, aber ist natürlich ist jetzt, ey. Warum das beim Zug? Irgendwas ist hier faul. Ja, jetzt sind wir natürlich an zwei unterschiedlichen Stellen. Ich kann das nicht verstehen, wir müssten noch langsam in den Koop-Modus kommen. Ich glaube, wir kommen nach dieser ersten Episode kommen wir quasi dann ins Menü. Okay. Ah, Zwischensequenz.
nicht genug? Ah. Okay. Noch ein geiles Render-Intro. Resident Evil 6. Bin immer mit dem Double Kick die Türen auf. So, ich mache jetzt erstmal gerade kurz. Ich muss dich gerade nochmal kurz lauter drehen im TeamSpeak. Oder kannst du dein Mikrofon okay. irgendwie noch lauter drehen? Wenn ich das Mikrofon laut drehe, fängt es an zu rauschen. Okay. Am besten dann im TeamSpeak den lauter drehen. Wenn es dann noch immer nicht reicht, dann einfach mir nochmal Bescheid sagen. Dann versuche mal zumindest so weit aufzudrehen, dass es nicht rauscht. Liegt halt an Windows. Sag mal bitte was. Bitte? Sag nochmal bitte irgendwas. Okay, hallo, was geht ab? Alles gut bei dir? Sag noch mal ein bisschen, okay, kannst du noch ein bisschen lauter dich drehen oder so? Weil wenn ich jetzt im TeamSpeak lauter drehe, dann wird es halt auch in der Aufnahme extrem laut, weißt du? Guck mal, ja. Also vor allem unsere beiden Stimmen unterschiedlich. Also ich bin jetzt gerade im Hauptmenü. Warte mal, ich stell das mal ein. Hier sind die Leon, Chris und Jay Kampagne. Warte mal kurz. So, jetzt pass mal auf. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen lauter gedreht. Hörst du einen Unterschied? Ja, ganz klein wenig, ja. Aber immerhin besser als gar nichts. Weil ich höre dich nämlich sonst extrem leise. Ich kann dir gerne nochmal lauter stellen. Dann kannst du mir sagen, ob es dann rauscht. Das ist mir relativ egal. Resident Evil. Nee, ist alles gut. Ich stelle nochmal 10% lauter, dann bin ich jetzt auf 80. So, jetzt habe ich mir nochmal ein bisschen lauter gedreht. Also. Ja, immer noch alles gut. Alles okay, klar. Gut. Dann belassen wir es so. Bist du auch im Hauptmenü? Ja, ich bin jetzt im Hauptmenü. Ich würde sagen, lass uns am besten nach der Reihenfolge machen, oder? Leon, Chris und Jay Kampagne. Ja. Weil ich habe gehört, ansonsten kapiert man von der Story extrem wenig. Die ist bestimmt total gut. Ja, lass uns Leon und Dings spielen, ja, okay. Schwierigkeit machen wir normal, oder? Ja, klar. Also fürs Let's Play niemals schwer. Ja. Bildschirm geteilt? Nee, Quatsch. Ungeteilt? Und jetzt, wer willst du denn jetzt lieber Leon oder lieber Helena sein? Mir egal, ich kann gerne Leon spielen. Also ich würde lieber Leon spielen. Dann mache ich Helena. Netzwerkauswahl, PlayStation Network. Machen wir. Koop-Einstellung zulassen. Ja, aber privat. Nur Spieler mit einer Einladung können im Spiel beitreten. Ja, das ist gut. Spielzieleinstellungen. Legen Sie ein Spielziel für Suchanfragen fest. Hardcore-Zocker, Medaillenjäger, Geschichten-Gourmet. Event-Enthusiast. Ja, dann nehme ich Geschichten-Gourmet. Lassen Sie Beschuss durch die eigene Seite zu. Nee, müssen wir nicht, oder? Was? Nein. Was ist denn mit diesem Munition? Event? Legen Sie ein Spielziel-Such an. Ach so, die Leute, die einen suchen. Ja, das ist voll egal für uns. Ich stelle dann auch mal auf Geschichte, damit wir uns nicht, dass wir uns nachher nicht sehen. Ja, und Jagd auf Agenten, das hätte ich ja gern aktiviert, aber das geht leider noch nicht. Das geht vielleicht erst, wenn uns das erste Mal durchgezockt hat. Was ist denn Jagd auf Agenten? Dieser Agent-Hunt-Modus, wo dann quasi echte Spieler an bestimmten Stellen sozusagen sich als Zombies in unser Spiel einloggen können. Nein, wie cool ist das denn? Ja. Spielt sich, glaube ich, als Zombie eher primitiv, aber... Hallo, Left 4 Dead als Zombie zu spielen war auch geil. Pass mal auf, ich gehe mir ganz kurz noch was zu trinken und weil meine Flasche ist leer, dann bin ich in einer Minute wieder da, okay? Jo, mach das. Ja, aber war auf jeden Fall schon mal witzig, jetzt den ersten Part zu machen. Ich schicke dem Calvin gerade mal schnell eine Einladung. Damit er dann auch mit dem Dings joinen kann. Hä? Scheiße. Ich glaube, ich habe Calvin gar nicht als Freund. Witzig. Ja, das machen wir gleich. Auf jeden Fall fand ich jetzt diesen ersten Part schon mal ziemlich witzig. Und mal gucken. Actionreich hauptsächlich. Ich würde sagen,
Vielleicht machen wir es auch so. Dass wir... Ach ne, wir lassen einfach laufen. Ich hatte gerade überlegt, ob wir es so machen, dass wir jetzt hier einen Cut machen und dann einfach eine zweite Episode machen. Aber ihr könnt uns ruhig noch kurz zugucken, wie wir das regeln. Ist auch kein Problem. Im Zweifelsfall könntest du auch einfach skippen. Ja, da muss ich ihm erstmal eine Freundschaftseinladung. Ich weiß gar nicht mehr, wie Calvins Nick ist. Ein Freund hinzufügen. War denn nochmal sein Nick? Ich glaube, es war... Ja, jetzt warte ich mal, bis Calvin da ist. Ich erwarte mir ja nicht sonderlich viel vom Spiel. Ich habe Resident Evil 5, also ich erwarte mir vom Spiel an sich nicht sonderlich viel. Vom Koop allerdings schon, weil Resident Evil 5, da war es, fand ich es auch so, es war an sich ein schnöde, langweiliges Ding, würde ich mal sagen. Würde ich alleine, hätte ich da wahrscheinlich wenig Spaß dran. Aber gerade zusammen mit anderen Leuten hat es schon echt Laune gemacht und ich habe es dann insgesamt auch, glaube ich, 4-5 Mal durchgespielt, weil es einfach im Koop viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe mal, dass das hier auch so ist. Wir werden uns auf jeden Fall Zeit lassen, damit es durchzuzocken und werden es schön genießen, das Spiel inhalieren. Ein Story-Gourmet. Inhalieren. Schön. Calvin, folgendes. Ich würde dir eine Einladung schicken, aber ich habe dich nicht auf meiner Freundesliste. Wie ist denn noch okay. Dein oh, ich glaube Paradoxic-GER. Glaubst. Na gut, dann schick ich guck mal nach. Ich schick dir gerade mal eine Einladung. Paradoxic-GER. Ja, weißt du, das ist total schlimm, ich öffne. Ich schaue in meine Freundesliste, dann habe ich direkt erstmal 20 Nachrichten. LPst du gerade was? Ich habe natürlich diesen riesigen Fehler gemacht, wie jeder das macht, einfach jeden anzunehmen am Anfang. Nee, das habe ich irgendwann. Also, ich habe auch. Nehme auch gerne Leute an, die unsere Videos schauen und die dann meinen Nick sehen. Ja, das ist nicht das Problem. So, aber dann halt mit. Also, wenn eine Freundschaftsanfrage was steht, hier bin der und der oder so. Ja, du musst dir halt vorstellen. Ja, ich hab dich. Super. Du musst dir halt vorstellen, wenn du halt 200 Anfragen bekommst, das ist halt schon problematisch. Freund auswählen.